So, der Herbert ist wieder hier. Wir haben Samstag, der 31.10. Und wir haben jetzt 12.33 Uhr, 12.34 Uhr. Im Moment schaut es gut aus, es ist sonnig. So, ich muss jetzt wieder da rein, ich muss auch wieder die Tür zuschließen, weil, ja, ich war auch bereits beim Edeka, habe heute schon mit Riezel telefoniert und jetzt muss ich meinen Bericht so langsam fertig machen. Im Radio Bayern Plus kommt jetzt die Wiederholung von gestern Abend, die wöchentliche Hitparade. Und mein Ding, meine Skala von meinem Blutdruck und meine Tabletten muss ich jetzt auch fertig machen. Ich bin ja aufgestanden heute zum Lüften um 10 vor 8, also 7.50 Uhr. Dann nochmal so Viertelstunde, 20 Minuten hingelegen, die Tür wieder geschlossen, weil auch mit 12 Grad oder knapp 12 Grad, so wie der Thermometer heute Morgen da draußen anzeigt hat, im 8. Stock auf der Westseite, also ist es doch frisch. Und man merkt schon, heute ist der letzte Oktobertag, aber im Vergleich zu gestern, herrlich, blauer Himmel, kann sagen, etwas Föhn, ganz, ganz leichter Wind. Und ja, mittlerweile, wir haben jetzt 20,8 Grad oder 20 Grad, wie gesagt, 12.35 Uhr mit der Bayern Plus Hitparade Wiederholung von gestern. Dann habe ich heute Frühstück gemacht. Und ich habe dann um 8:45 Uhr, also 8.45 Uhr, meine Tabletten eingenommen. Und ich habe um 12.30 Uhr, also bevor ich jetzt raus bin, auf dem Balkon, meinen Blutdruck gemessen. Und mein Blutdruck ist heute mit Tabletten, mit Edeka, mit dem schönen Wetter ganz gut. Aber wie gesagt, das muss ohne Tabletten gehen. Links 136, 95, 59. Und auf der rechten Arm, auf dem rechten Arm, 136, 84, 57. Schmerztabletten, eine Tilfinal, 100-8 Milligramm, Novaminsulfon, Liechtenstein Schmerztabletten. Jeweils eine, Tildin und Nova, aber auch Bisopropol, das ist dann Ratiopharm für Blutdruck, Torazimidal, Blutdruck, Candesartan 1A Pharmazie, 16 Milligramm Blutdruck, Maxomidinal 0,2 Milligramm, auch Blutdruck und Spironolacton Tablette 50 Milligramm, das ist Wasser und die muss ich alle Tag nehmen und wenn es dumm läuft, dann auch zwei- und dreimal am Tag komplett alle sieben. Ansonsten, je nachdem, schwankt immer Blutdruck, mit dem ist es halt immer. Und da nehme ich meistens dann Candesartan, aber das kann man auch ein bisschen wechseln, weil Blutdrucktabletten sind für mich Blutdrucktabletten, auch wenn sie einzelne Wirkstoffe drin haben, die wo ja nicht komplett gleich sind, aber doch identisch sind irgendwie, zumindest in großen Teilen. Aber das Wasser und der Blutdruck und die Schmerzen, das ist einfach ohne Tabletten nicht so möglich. Jetzt kommt der Kurzlied.
Anders und Florian Silbereisen gemeinsam niemals einsam. So, und jetzt muss ich dann meine andere Tabelle machen, mein Ding Schirno waschen von heute Morgen. Und dann habe ich heute Morgen auch wieder Christian angerufen. Wenn er heute jetzt nicht kommt, ich mache das wahr, ich habe das leider nicht in der Hand, weil ich habe nichts Schriftliches. Aber das, was er hat zu machen, das ist eine Arbeit, da kann man sich Zeit lassen. Die habe ich ihm gegeben. Aber in 4 bis 6 Wochen kann man das alles machen, ohne dass man Stress hat. Weil der Mann, also der Markt, und raus war sie, wo wir da die Möbel gekauft haben, dann hat eine lange Wartefrist gehabt im Sommer. Macht nichts, okay, das sind dann 6 Wochen geworden. Aber er sollte reisen und er sollte das alles so machen. Das, was er machte, wirklich das, was er machte und macht, das macht er, da kann man nichts drüber sagen und ich werde das auch das ein oder andere Mal immer wieder fotografieren und auch in einem Video abspielen da. Weil, warte mal, wir können ja schnell durchgehen. Das da ist super. Das ist okay, da kommt ein zweites hin. Und da, das muss fertig gemacht werden, da kommen Türen hin, da kommen Tiergriffe hin. Und das passiert auch hier. Zum anderen, das hat er mal gemacht. Die Küchenzeile hat er mal gemacht, Waschmaschine, Herd, alles drum und dran. Und das hat er auch gemacht. Da gibt es nichts zu sagen. Die Couch hat er mal hingestellt, das Bett hat er mal hingestellt. Das war alles neu, da hat man alles gekauft. Und ja, er hat es montiert, alles drum und dran. Also, er macht eine fantastische Arbeit. Aber Termine einhalten und das da. Mamma mia, auch wenn ich Kroate bin, also ehemalige Jugoslawien und ich bin hier in Deutschland. Der Hagebaumarkt ist der Auftraggeber, ist sein Chef. Und ich bin der Auftraggeber, ich bin der Auftraggeber und der Chef ist der Hagebaumarkt. Und der ist auch, aber wenn ein Kunde, ich habe bezahlt, das hat mir eine ganze Menge Geld gekostet. Ich habe sogar im Voraus bezahlt. Und da, sorry, das ist einfach nicht in Ordnung. Gut, aber er macht es jetzt ganz fertig und dann im Frühjahr tun wir das Ganze nochmal streichen und weiseln, weil da tun wir dann noch Vorhänge mit hin und da kommt nochmal eine zweite Jalousie hin oder irgendwas, weil mit Jalousie, so wie es jetzt da ist, ist noch nicht so, dass das, wenn es jetzt draußen richtig sommerlich warm ist, schon dementsprechend kühlt, weil die Sonne geht dann und es ist ein Unterschied, ob das ein Rollladen ist oder ob das eine Jalousie ist. A wird der Rollladen draußen anbracht und der hat ein anderes Ding, weil er lässt die Sonne schon erst legal rein, die Wärme schon erst legal rein. Aber das ist jetzt wurscht, das machen wir dann nächstes Jahr und vielleicht mache ich da auch sogar neue Fenster hin. Aber wohlgemerkt, eins nach dem anderen. So, das war jetzt der erste Teil und wir machen später einen weiteren Teil, weil ich muss es wieder da reinbringen auf mein Laptop und dann in meine Programme, in meine Tabellen und allem drum und dran, weil das Wetter muss ich noch eintragen. Und alles andere auch. Sparen muss ich auch noch eintragen. Also ich habe immer irgendwie Beschäftigung. Gut so. Ich bin sogar froh darüber. Okay? Der erste Teil ist beendet.
Servus, macht es gut und ein schönes Wochenende wünsche ich euch allgemein. Denn morgen ist der 1. November und alle Christen haben morgen Feiertag. Es ist morgen Allerheiligen. Und dann kommt alle Seelen, das ist ein Tag später, also Montag, aber der ist für die Evangelische und die anderen sind die Christen. Wurscht, ich glaube an Gott, das kann man sehen und mir ist es wurscht, ob das christlich ist oder evangelisch ist. Ich bin christlich, okay, ich bin katholisch, ich bleibe auch dabei, ich werde nicht wechseln, aber Glaube ist Glaube, Wissen ist Wissen und ja, es ist vielleicht eine prima Sache, weil es hilft schon ein ganz klar ein bisschen weiter. Und ja, sage ich es jetzt einmal so, ich will nicht lästern und Dings schimpfen, tue ich trotzdem manchmal, auch was den Glauben betrifft und fluchen tue ich auch manchmal, den Reiter sogar. Aber ich bin ich und ich bin und ich bleibe ich. Und gut, jetzt bin ich 61 Jahre vor kurzem geworden. Na, lass mir das jetzt auch so kurz sein. Also, der erste Teil ist jetzt wirklich finish. Ende, Servus, bis zum zweiten Teil heute. Servus, Servus, Servus.